Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kapek, es ist schon grotesk, dass Sie eine klare Aussage anmahnen von mir und unklar bleiben bis in jedes Detail. Sie kriegen aber eine Antwort. Die Antwort der Berliner CDU steht am Sonntag zur Abstimmung. Es ist ein Gesetz, was gemeinsam die Koalitionsfraktionen beschlossen haben, was im Übrigen auch die CDU Tempelhof-Schöneberg mit den Kollegen aber auch im Kreisvorstand gebilligt hat. Aber ich danke für die Sorge, die Sie haben um mich vor Ort. Meine Damen und Herren, am kommenden Sonntag sind die Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, über die Zukunft des Tempelhofer Feldes abzustimmen. Es geht dabei darum, ob wir gemeinsam die große Freifläche schützen und eine behutsame Entwicklung an den Rändern zulassen oder ob es ein ausnahmsloses Bebauungsverbot gibt. Es geht am Sonntag um Stillstand oder Entwicklung. Meine Damen und Herren, wir wollen Entwicklung, denn Stillstand lässt sich mit den Bedürfnissen einer wachsenden Metropole nicht vereinbaren. Und ja, Frau Kapek, wir können die Emotionen der Berliner und Berliner, die beim Volksentscheid zum Ausdruck kommen, auch ich als Tempelhofer, wie Sie festgestellt haben, gut verstehen. Der Flughafen Tempelhof mit seinem einzigartigen Gebäude, das Freifeld, beides bewegt viele Berlinerinnen und Berliner. Und das liegt natürlich an der beeindruckenden Geschichte des Flughafens als Symbol der Freiheit. Es liegt, Kollege Saleh, aber auch daran, und das höre ich auch immer wieder am Stand, dass viele Berliner auch noch heute verärgert sind über die Schließung des Flughafens. Es war falsch, diesen Flughafen zu schließen. Ja. Aber diese Frage ist anders. So. Jetzt darf Herr Graf fortfahren. Liebe Kollegen, geht weiter. So, setzen Sie fort, Herr Graf. So. Aber diese Frage ist anders entschieden und deswegen sage ich gerade denjenigen, lassen Sie sich nicht von solchen Verärgerungen leiten. Am Sonntag geht es um eine andere Frage, nämlich um die Zukunft des Tempelhofer Feldes. Und die 185.000 Berlinerinnen und Berliner, die sich für das Volksbegehren engagiert haben, haben das ermöglicht, dass entschieden wird. Wir anerkennen dieses Engagement ausdrücklich, aber ich sage auch, mit dem Weg eines ausnahmslosen Bebauungsverbots fürs gesamte Areal geht das Volksbegehren einen falschen Weg. Es kann keine Antwort sein, einen totalen Entwicklungsstillstand auf dem Areal haben zu wollen. Gerade nicht mit Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Stadt. Ja, wir wollen die Freifläche schützen, aber Berlin braucht dringend bezahlbare Wohnungen. Berlin braucht neue Sportanlagen. Berlin braucht Freizeit- und Erholungsflächen. Ja, das ist eben so. Ich habe ja Frau Kapek auch Ihren Chat im Tagesspiegel nachgelesen am Montag. Da sagen Sie, in der Theorie könnten sich die Grünen eine Randbebauung vorstellen. Das ist das mit den Grünen. Sie fordern Klarheit ein. In der Theorie sind sie gut, da füllen sie ganze Seminarräume, auch beim Wohnungsbau. Aber für die Menschen kommt es auf die Praxis an. Das ist der Unterschied. Und deshalb hat die Koalition auch einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Und wir tun das mit breiter Unterstützung eines Bündnisses von Wirtschaft, sozialen Trägern, Gewerkschaften und Sport, meine Damen und Herren. Ich betone ausdrücklich, der Erhalt der Freifläche, diese Symbiose von Natur und Erholung, das ist für diese Koalition nicht verhandelbar. Wir legen ein Schutzgesetz vor, ein Schutzgesetz, das garantiert, dass die Freifläche größer als der Tiergarten bewahrt wird. Und auf unserem Weg nehmen wir die Berlinerinnen und Berliner mit, meine Damen und Herren. Und es hat Es hat mich überhaupt nicht, Herr Esser, überrascht, dass die Opposition sich am Ende auf die Seite des Volksbegehrens der Bürgerinitiative gestellt hat. Na klar, versprechen Sie sich parteipolitisch einen Vorteil davon. Aber verantwortliches Handeln für die Stadt sieht anders aus, meine Damen und Herren.
Deshalb stelle ich fest, Ihnen geht die Parteitaktik, bei Ihnen geht sie so weit, dass Sie sich gegen Ihre inhaltliche Position stellen. Denn es ist doch geradezu bigott. Sie rufen für ein gesetzliches Bauverbot auf, obwohl Sie die Randbebauung im Grundsatz für richtig halten. Und dieser Widerspruch wäre schlimm genug, aber Ihnen ist ja der parteitaktische Vorteil wichtiger als die langfristige Perspektive für die Stadt. Und da unterscheiden wir uns. Bei uns geht es nicht um Parteitaktik, sondern um die Stadt, meine Damen und Herren. Und einen Punkt können wir Ihnen, den Grünen, nicht durchgehen lassen, Frau Kappeck. Sie sagen, jetzt am Sonntag müssen Sie für das Volksbegehren stimmen, dann sind die Planungen gestoppt und dann können wir über die Planungen reden. Nein, wer sich am Ende entscheidet für ein Nein zur Bebauung und das Quorum erfüllt, der wird auch sehen, dass das umgesetzt ist. Wir akzeptieren den Wählerwillen. Das war bei Tempelhof so, aber es wird auch in dieser Frage so sein. Also da wird nicht nochmal diskutiert demnächst. Also damit erweist man auch der direkten Demokratie im Übrigen einen Bärendienst, wo man sagt, stimmt mal so ab, anschließend korrigieren wir es. Also das ist mit uns nicht so zu machen. Ich finde es... Ich finde ohnehin bemerkenswert, auch was heute in der Debatte wieder so miteinander vermengt wird bezüglich der Entscheidung, die am Sonntag ansteht. Na klar, wer das tut, versucht die Wähler für seine Zwecke parteipolitisch einzunehmen. Das ist auch im Hinblick auf die Europawahl vielleicht nachvollziehbar. Aber ich möchte trotzdem noch mal auf zwei Punkte eingehen, die in der Debatte uns immer wieder angehen. Sie geben mir das richtige Stichwort. Eine Frage, die immer wieder uns begegnet, ist, bei der Zustimmung zum Gesetz der Koalitionsfraktion der Bau der ZLB automatisch festgelegt ist auf dem Tempelhofer Feld. Und die Antwort ist glasklar, nein, Herr Esser, das ist es nicht. Das Gesetz, das hier vorliegt, ist doch kein Blankoscheck für eine ZLB. Den hätte die CDU auch nie ausgestellt, meine Damen und Herren. Und es ist doch ganz klar, bei den Projekten, die finanziert werden müssen in diesem Haushalt in der Finanzplanung, Herr Esser. Da gehört für die CDU die ZLB nicht zu den Projekten, die vorne stehen. Und das ist nach der Kritik vom Rechnungshof noch weiter hinten. Also insofern ganz klar, das steht hier nicht zur Abstimmung. Das sind genau die Themen, wo Sie hoffen, Leute an sich zu ziehen, die eigentlich eine Bebauung wollen, aber sagen, die Bibliothek wollen sie nicht. Und deswegen ist das Gesetz so, wie es ist, meine Damen und Herren. Und das Gesetz ist die zweite Frage, was ist mit dem Masterplan? Das Gesetz erwähnt, so wie der Kollege Saleh in seiner Rede, auch nicht den Masterplan. Natürlich ist der Masterplan eine Grundlage des Senats, aber er ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es wird Diskussionen im Abgeordnetenhaus geben. Wir legen außerordentlich viel Wert, dass mit der Stadtgesellschaft darüber diskutiert wird. Und es ist doch völlig klar, wenn man einer so einmaligen Lage entsprechen will, dass wir die Planung diskutieren. Wir brauchen es nicht aufschreiben. Wir haben ein ganz normales Bebauungsplanverfahren. Wir beschließen hier ein Gesetz zum Schutz der Fläche. Den Rest diskutieren wir hier im Parlament. Und da dürfen Sie sich dann auch wieder einbringen, Herr Esser, künftig. Herr Kollege Graf, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lauer? Nee, danke schön. Ich lade Ihnen zum Kurzintervenieren ein. Meine Zeit ist wirklich sehr knapp, Herr Lauer. Aber es ist doch völlig klar, und ich glaube auch der Bausenator wird das sagen, er ist jetzt um Beteiligung bemüht und natürlich auch nach dem Volksentscheid werden wir Diskussionen führen und natürlich kann und wird es auch Veränderungen am Masterplan geben. Das ist doch gar keine Frage und da lade ich Sie, Herr Lederer und Frau Popp ein, beteiligen Sie sich hier im Parlament, wenn der Volksentscheid vorbei ist. Denn ich glaube, entscheidend ist, dass wir nach dem Volksentscheid, auch wenn Sie die Zwischenfrage nicht stellen dürfen, es wird durch die Zwischenrufe nicht besser, ich höre Sie hier vorne gar nicht. Darauf wird es nach dem Volksentscheid doch ankommen, dass wir in entscheidendem Maße einen Dialog mit der Stadtgesellschaft, mit den Menschen führen. Und da wird der Senat diesen Prozess organisieren. Wir werden als Koalitionsfraktion die Gestaltung natürlich mitgestalten, genau wie Sie das auch tun werden. Wir sind doch kein Abnickverein als Parlament. Natürlich werden wir das intensiv diskutieren. Also ich komme zum Schluss. Die Abstimmung am kommenden Sonntag ist eine wichtige Entscheidung für die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Wir können die Emotionen der Berlinerinnen und Berliner ausdrücklich verstehen, aber es geht darum, die richtige Balance zu finden, und zwar eine Balance von Erholung, Natur und Freifläche einerseits
und den Bedürfnissen nach Wohnungen, nach Wohnraum, nach Wirtschaft und Wohlfühlen andererseits. Das haben wir als Koalition verstanden. Deshalb setzen wir uns mit einem breiten Bündnis für diesen konsequenten Schutz, aber auch für die behutsame Entwicklung ein. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.